Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr da dabei seid. Schauen wir doch mal, wie es unseren Inselbewohnern heute so geht und was denen auf den Herzen liegt. Scheint ja einiges zu sein. So, schön, dass ihr heute Abend um 18 Uhr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Premiere. Kommt jetzt wirklich täglich 18 Uhr, ziehe ich immer durch. Wir arbeiten uns von links nach rechts und fangen an mit Michelle. So, ich bin Michelle und ich komme wirklich mit jedem klar. Ja, das glaube ich dir. Was hast du hier auf dem Herzen? Wie kann man dir helfen? Du möchtest etwas Neues zum Anziehen. Okay. Dann kaufen wir doch jetzt was. Ja, kaufen, weil wir haben nichts da. Das ist das gute Stichwort. Ich frage, was nehme. Das ist eigentlich gar nicht einfach. Was werden wir denn hier uns holen? Strampler. Na okay, nehmen wir doch so ein schönes Frühlingskleid, weil es wird Frühling hier. Damit kann man doch eigentlich nie was verkehrt machen, ne? Hoffentlich gefällt es dir, aber das werden wir jetzt gleich sehen, ob es dies tut. Ich bin gespannt. Nicht wirklich. Aber immerhin ehrliche Meinung. Gut. Ja, das ist so eine Sache. Manchmal treffe ich es komplett ins Schwarze, aber manchmal wird es auch wirklich gut. Kommt halt drauf an. Ich kann das als Benutzer einsetzen. So, jetzt haben wir doch mal. So, Cookie und Gamer. Zaun. Was, Cookie? So, Meste. Guten Tag. Ja, Hallöchen, ne? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Machen wir. Alle mal was Neues zum Anziehen heute gefühlt, ne? Ich glaube, das hast du noch nicht, das passt aber super. So ein pfiffiges Hemd. Das passt, sowas kann man immer anziehen. Damit haben wir es einen Volltreffer hingelegt. Das gefällt ihm total gut. Wunderbar. Seht ihr Leute, so einfach ist das, ne? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Aber es bildet sich die größte Mode-Ikone. Aber okay, Hannes Haukel. Yay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, sagen wir mal, das Krötemäste. Gehen wir es erstmal von allen zu Durst. Übrigens, was, 2 Monate her? Es war doch jetzt, okay, bei dir habe ich offensichtlich noch nicht reingeschaut, dass ich nicht hier da bin. Auch was Neues im Anziehen, ja, sage mal. Heute wollen ja alle nur was Neues im Anziehen. Hier, es frisst der Sommer, der Frühsommer aus hier. Und schon wollen alle was Neues im Anziehen. Hier kaufen wir jetzt mal das Frühlingstrendscoat. Mal schauen, ob es dir gefällt. Ich glaube nicht, aber wir wollen hier was Frühlinghaftes. Wir wollen symbolisieren, der Sommer kommt. Nicht so in Real Life, weil in Real Life kommt der ja, sondern eben auch hier in Tomodachi Live kommt der Sommer. Aber auch im Real Life, es ist SO, es gefällt dir super, dann seht ihr. Wunderbar. Auch hier in, ja, draußen im Real Life wird es jetzt wirklich, es ist totaler Sonnenschein draußen, warm und sonst was. Ich muss ja deshalb lernen für meine Englischprüfung, die ich morgen schreibe. Das mache ich jetzt auch gleich nochmal schön draußen bei dem schönen Wetter. Das hat es was. Das schöne Wetter ist es toll. Meinetwegen könnte es die ganze Zeit nur tolles Wetter sein. Und ich wäre komplett zufrieden damit. Aber leider ist das Wetter nicht immer so toll. Ja, es ist. Leider, leider, leider spielt das Wetter immer nicht immer so mit. Ne? Aber so ist es halt. So, was willst du? Ich wäre so gern erwachsen. Ich wäre so gern erwachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso wärst du gern erwachsen? Und wie machen wir das? Weil wir können dir dieses Erwachsen ab 18 Spray irgendwie nicht geben. Hä? Ich wäre so gern erwachsen.
Lata, Spieluhren, Siebepuzzle, Saukel, Reisegut sein. Nähmaschine, Mobile, Magenmittel, Hypnose-Set, Hustensaft, Haarspray, Einwegkamera, ADSR-Kamera. Da kann man doch gar nichts verwenden. Oder bin ich jetzt irgendwie nur komplett vernebelt und hab das jetzt irgendwie überhaupt nicht im Peil? Aber wenn ich nicht gerade komplett dumm bin, dann ist doch hier nichts, oder? Da bin ich dumm. Es geht jetzt gerade alle nochmal durch. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, ne? Weil ich weiß schon, dieses ab 18 Spray. Aber das ist ja ausgegraut, das haben wir ja nicht. Und das kann man irgendwie auch nicht kaufen. Ja, Mai, dann können wir deinen Wunsch, glaube ich, gerade einfach noch nicht erfüllen. Geht nicht, wir haben ja ein bisschen Spray. Keine Ahnung, was wir dazu machen, aber so ist es halt. So, Leon möchte wieder spielen. Dann spielen wir doch hier. Da ist dein Part irgendwie der Einkaufswaren, nur so, weil wir überall Klamotten kaufen. Karten. Ziehe abwechselnd eine Karte, wer es erst am Person hat, gewinnt. Oh mein Gott. Das wird gerade zugezwinkert. Ah, gewonnen. Lol. Okay. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich hab ja gewonnen. So, ich nehme mal das mittlere. Oh, Sanduhr ist auch geil. Kann es am meisten anfangen. Ich möchte etwas Neues. Auch was Neues im Anziehen. Ich sag jetzt, wenn der Frühling ausbricht, wollen alle was im Anziehen. Die große Shopping-Waren geht los. Yay, yeah, das ist ja. So, komm, wir geben jetzt auch hier so ein Cargo-Hemd, weil das passt super zum Frühling. Ich gebe mir die mal in Orange. So. Dann kaufen wir noch welche in Blau. Eins davon. Und die kann man dann eher mal jetzt verteilen, wenn jemand was Neues im Anziehen möchte. Zum Beispiel eben so ein schönes Cargo-Hemd. So, das heißt, hier geben wir die, nämlich mal das Gelbe. Was hat, ob es dir gefällt? Gelb ist nämlich eine sehr markante Farbe, das gefällt nicht jedem. Aber es gefällt ihm schon ein wenig. Also quasi die Forstsuppe von IS ist jetzt, das gefällt mir gar nicht. Aber hey, immer gefällt es ihm etwas und das ist ja das, was wir hier letztes auch wollten. Und da war aber sogar ein Reisegutschein bekommen. Wunderbar. Schauen wir mal, ob KSK jetzt immer noch das will mit dem, weil ich kann ihn nicht größer machen. Es geht nicht. Ich kann jetzt gerne nochmal schauen, ob es jetzt irgendwas geändert hat seit den letzten 5 Minuten. Aber den Wunsch können wir die noch nicht erfüllen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil sonst erfülle ich immer allen jede Wünsche. Aber hier geht das jetzt halt mal nicht, ne, weil wenn nichts geht, dann geht nichts, ne? Und deshalb ach, das passiert immer noch nicht. Leute, falls irgendwer von euch ein Peil hat, wie das funktioniert, wenn jemand erwachsen macht, dann brauchen wir noch meine Auffassung nach dieses Spray. Wenn irgendein Peil hat, wie das geht, schreibt das gerne mal in den Live-Set von der Premiere, weil ich bin wieder dabei. Heute Abend fällt mir nämlich gerade ein. Also wenn ihr es haut, ist ja der 30.05. am optimalsten. Wenn es als Premiere kommt, an Tag optimalsten. Da bin ich aber zum Zeitpunkt der Premiere gar nicht da, weil ich da im Konzert bin. Ich weiß gar nicht, was dann streamen werde am Tag, aber da wird dann auch nichts sein. Egal. Trotzdem, schreibt es einfach mal in den Live-Set oder in die Kommentare, wie man einen wie erwachsen macht, wenn ihr wisst, wie das geht in Turm oder zu Live. Und dann schauen wir weiter. So, was haben wir für Ereignisse heute? Mittagsmarkt. Dann schauen wir uns doch mal den Mittagsmarkt hier in Tomodachi Live an, weil heute spiele ich das Spiel am Mittag. Diesen Artikel bekommst du nur bei uns. Sie hätten alles so verkauft. Die Reichen und Schönen tragen jetzt alle solche Versailles-Kleider. Die Versailles-Kleider.
Wenn du dieses Versailles-Kleid trägst, das ist bestimmt teuer. Wie kostet denn so ein Kleid? Willkommen. Boah, das ist mir ein bisschen teuer. Ich verkaufe schon seit über 20 Jahren meine Waren auf dem Markt. Aber... Wir waren sogar schon mal im Fernsehen. Nee. Die ist mir ein bisschen teuer. Und dann tut es auch noch so provokant, so kauft dieses Kleid, kauft es, aber lol. Das heißt, hier haben wir jetzt den Wochenmarkt, wobei ich doch, ich schau doch mal hin. Diese Versailles-Kleider sehen immer und überall ganz gut. Das ist schon sick. Komm, weißt du was, wir kaufen uns so ein Kleid. Wir machen das schnell Geld, jetzt ist gerade ans hier. Vielen Dank. Also haben wir jetzt so ein schönes Versailles-Kleid gekauft und haben damit den Mittagsmarktbesuch, heißt das ja. Also dementsprechend voll im Shopping raus heute. So, schauen wir uns dann mal die aktuellen Mienachristen an. Und schauen vielleicht, was hier so abgeht. Willkommen bei den Mienachrichten. Um 1 Uhr. Na dann. Es gibt schon lange Gerüchte über ein Sumpfmonster. Sumpfmonster, okay. Diese Gerüchte haben sich jetzt als wahr erwiesen. Während seines Familienausflugs zum Minestrone-See fühlte sich der Lima beobachtet. Und er blickte plötzlich das Monster, als es aus dem Wasser auftauchte. Alles klar. Hatte das Monster es auf das Essen von Delima und seiner Familie abgesehen. Kurz danach war es auch schon wieder im Wasser verschwunden. Wie es scheint, sieht das Monster genau wie Cookie aus. Cookie die Monster. Wir haben Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Die Meldung war positiver als erwartet. Da hab ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Danke fürs Zuschauen. Ich bin David G. und das waren die Mien-Nachrichten um 1 Uhr. So, also irgendwie kleine Unterbrechung. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir denn jetzt? Den Brunnen machen wir definitiv noch. Weil da tut man immer schön Geld hier einspülen und das ist ja durchaus sinnvoll. Ja, spannend, wie viel wieder heute zusammen zu bekommen. Immer so, umso mehr Leute kommen, umso mehr Geld bekommt man zusammen und das ist eine gute Sache, ne? Ja, Geld mal, umso mehr kann man wieder kaufen, jetzt bestimmt ja die Hälfte von Geld drin, was das Geld gekostet hat. Wunderbar. Also nicht ganz, aber doch so mal ein Teil. Und das ist doch gut, ne? So. So, hier wollen noch jemand was. Okay, mit Kay, klar, da müssen wir schauen. So, wir müssen zum nächsten Part, aber hier mit Zelle auch noch was. Schau mal, was du willst. Und jemand dir helfen kann. Guten Tag. Guten Tag. Sieh dir bitte mal meinen Bauch genauer an. Ah ja, okay, Blick riskieren. Also hast du Hunger, oder was willst du mir damit sagen? Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ja, der ist voll leer, ne? Da geben wir mal was zum Essen. Oh, Hypnosis-Head. Krass. Komm, geben die da mal. Die geben mir jetzt mal ein Schnitzel. Dann ist deine Sättigung ein bisschen hoch. Du musst ja nicht Brot essen, wenn du fragst, ne? Das ist nämlich der springende Punkt. Man kann ihnen nämlich gerne auch sowas in Durst zum Essen geben. Da bin ich jetzt erst hintergekommen. Man merkt, dass die Sättigung von denen down geht, muss man nicht immer fragen dafür, sondern einfach so denen was zum Essen geben. Das funktioniert auch.
So, da auf dem Grund sind bei sich so ein Haus, da schauen wir uns nochmal kurz vorbei. Die tägliche Visite im schönen Haus. Ah, oh, und da tun wir gerade auch Mittagessen, wie wir sehen. Und Isa sieht gerade schöne Gesichten hier. Ja, ist doch eigentlich ganz nett hier, unser kleines Häuschen, in dem wir drin sind, ne? Ist ja ganz nett. Gut, dann lassen wir die hier schön weiterreden. Und ja, ne? Ich glaube, das ist eigentlich soweit alles Krasses hier für den Part jetzt hier. Das mit dem jemand erwachsen wird, das finde ich nochmal heraus, ob das nur mit einem Spray geht oder ob das vielleicht auch anders geht. Ich weiß es nicht. Das ist aber eine Sache, die werde ich herausfinden. Und nur mir danke ich bis ganz herzlich beim So-Sound von dem Part von Tomo Dazu Live. Mich haben jetzt übrigens so mehrere gefragt, noch zwei Sachen, wie ich mich endgültig verabschiede. Von der Partlänge her, weshalb die so unterschiedlich sind, aber es liegt halt daran, kommt ja darauf an, wie viel in dem Part passiert. Manchmal machen wir mehrere Sachen, da gibt es auch total viele, da gehen die Parte länger, aber hier, wenn wir jetzt halt nach einer Viertelstunde alles Wichtige gemacht haben und alles Wichtige abgeklappert haben, dann ist das jetzt halt so, ne, dann akzeptieren wir das und haken das halt ab. Weil es bringt auch nichts mehr, jetzt hier auf Biegen und Pressen noch irgendwelche Sachen zu machen. Obwohl ich gerade nichts aktuell gibt. Ihr wisst ja, was ich meine. Und zum Schluss, der Appell wie immer. Wenn ihr ihn nie habt, könnt ihr es gerne hinzuschicken. Es haben jetzt auch mehrere gefragt, die mal den QR-Code von der Switch einherbekommt bei den Mies. Ich habe da mal ein Menü geschaut, da gibt es tatsächlich keine Möglichkeit dafür. Ich informiere mich nochmal bis zum nächsten Part, also bis morgen, ob das irgendwie anders geht, dass man die Mies da einzickt. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, aber da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber das haue ich jetzt nochmal nach. So, ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Tom Rats Live. Macht's gut, bis zum nächsten und ciao!